Willkommen bei Oink Enterprise TV Philosophie Channel. Dritte Folge. Einführung. Ja, jetzt hatten wir ein bisschen Basiswissen in der letzten Folge, ja, über den Moment, ja, und das Umfeld, ja, und um sich selbst, ja. Und dass das alles ist, was existiert um einen, wären da nicht die anderen. Die sind aber da, ja. Und die anderen, die können mehr so sein wie du oder weniger so sein wie du, ja. Und die, die am meisten so sind wie du, ja, das sind Menschen. So nennen wir die, so wie weil wir das so entschieden haben oder wie das uns so ist einfach beigebracht. Ja, wir haben keine Ahnung, woher das kommt. Wir tun einfach nur so. Ah! Na egal. Jetzt habe ich natürlich wieder völlig den Faden verloren. Das finde ich absolut menschlich. Jo, Denkpause. Ja, es will nicht wiederkommen. Muss aber zurückspulen. Und dann Folge 4. Scheiße. Ja, und das ist auch völlig unprofessionell. Aber als großer Philosoph der Gegenwart kann man sich sowas auch leisten. Das ist das Schöne, ja, in meinem Leben. Aber es kommt mir bestimmt wieder in den Sinn. Irgendwann mal, wenn es wichtig war. Wenn es nicht wichtig war, kommt es mir wahrscheinlich nicht mehr in den Sinn. Die anderen, genau. Tja, die eben so sind. Die eben sehr ehrlich sind, ja, das sind meistens Menschen. Und die ja sehr, sehr wenig ehrlich sind, das ist meistens Gras oder ein Strohhalme. Ja, ist aber im Prinzip dasselbe, ja. Nur halt verschieden, verschieden. So, und das sind die anderen, ja, und die sind da draußen. Ja. Ja, und mit denen musst du klarkommen. So sieht das bei mir aus. Aber ich bin ja auch Autist. Und hab gelernt, damit umzugehen. Ja. Das ist eigentlich eine Einleitung in ein weiteres Thema, der ein bisschen erweiterten Basis meiner Philosophie, die anderen und was das alles zu sagen hat. Aber eigentlich habe ich bei der Basis eigentlich nur so mal das mündlich gemacht und nicht sehr. Ja, ich meine, ich gucke mir die Videos selber wieder an und ich finde mich jetzt nicht gerade besonders irgendwie spannend. Ja, ich arbeite daran. So. Ich dachte, ich könnte das mal visuell darstellen. Ich guck das mal. Wie könnte man das machen? Was so das Umfeld, ja. So ich. Und der Moment, ja, wo tut man denn jetzt hin in der Grafik, ja, ist so eine Frage, ja, egal wo oder so, überall, ja, so, Moment, ja. So, das ist jetzt ein, ich zeige ein Universum ohne die anderen, ja, die gibt's da nicht, ja, die habe ich da einfach ausgelassen, die anderen. So, und dann sieht das nämlich so aus, die sind nämlich gar nicht so viel, ja. Ja, dann ist das alles, ja. Ja, und das, ja. Du, ja, halt.
oder ich, aber eben nur einer von uns, dass es sonst keinen anderen gibt. Sieht man wahrscheinlich nicht. Ja, so alles, ja, der Kreis, ja. Man ist da irgendwo lokalisiert, ja, ich hätte es jetzt auch hier oder da machen können, ja, irgendwo in allem bin ich und ich bin Teil von allem. So. Und dann halt der Moment und der ist halt so, so halt nicht zu zeichnen irgendwie. So, das ist alles, was es gibt in deinem Leben, wenn es keine anderen gibt, ja. Ist nicht viel. Moment, Umfeld, ja, du, ja. Was kann man es so aus logisch ableiten? Weil meine Philosophie hat einen Anspruch, logisch richtig zu sein. Und ich werde, also ich nehme jede Herausforderung an, darüber geprüft zu werden, weil sie ganz bestimmt fehlerhaft ist und es ja darum geht, die besser hinzukriegen. Also bitte, weist mich darauf hin. Also, jetzt kann ich natürlich sagen, ich bin jetzt hier und ich checke, da ist was anderes und ich nenne das alles, weil eben alles, was ich weiß und was ich nicht weiß. Und ich habe jetzt Sensoren, die mir erlauben, das Umfeld wahrzunehmen, ja. Und ich nehme das Umfeld wahr. Juhu. So. Was kann ich jetzt, lustig ist daran eigentlich, dass ich, indem ich ein Teil von allem bin, aber ein Teil von allem auch beobachte, kann ich ableiten, dass ich um meine Suche nach einer Erklärung eigentlich die Betrachtung auf alles gar nicht realisieren kann, weil es ein Paradox in sich ist, weil ich ja dazugehöre. Und da müsste ich ja eigentlich mich selbst und das Umfeld zugleich vollumfänglich erfassen können. Ja. Beides ist natürlich nicht möglich, aber gedanklich gesehen, wenn das ist, wäre das eine doch einfacher. Aber ja, nichts ist so klar. Für mich hier, ich nehme da draus heraus, ich werde nie das Ganze verstehen können, weil ich selbst ein Teil davon bin. Und das kann man durch diese einfache Dreieckskonstellation eigentlich begreifen. Juhu! Boah, das ist nicht Hilfe. Echt jetzt? 8 Minuten? Das kann nicht sein. Ich dachte, ich wäre bei 3. Verflucht. Na dann, bis zum nächsten Mal bei Oink Enterprise TV Philosophie Kanal. Peace, Menschenkind.